Und ansonsten würde ich sagen, let's go! Willkommen zurück in der Backstube. Das ist schon was länger nicht mehr hier, ne? Okay. Also, Rhabarberzeit hat angeklopft und ich habe einfach mega Bock auf einen Rhabarberkuchen. Außerdem wird hier in der Backstube sehr, sehr gerne Milchreis gegessen und deswegen mache ich eine Kombination aus dem Ganzen. Das würde meiner Oma auch mega gut schmecken, da bin ich mir sicher. Aber erstmal herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin die Lisa, die Kuchenfee, und wir machen heute eben einen Rhabarber-Milchreiskuchen. Das Rezept ist in der Infobox verlinkt, falls ihr euch fragt, wie viel das hier alles überhaupt ist. In meiner Schüssel hier habe ich übrigens schon etwas Mehl abgewogen. Die Haare muss ich gleich auch noch wegräumen. In meiner Schüssel hier habe ich schon das Mehl für den Hefeteig abgewogen. Da buddel ich mir so ein bisschen so eine Mulde. Da kommt dann die frische Hefe zu. Und dann kommt da die Milch rein. Die ist warm, damit unsere Hefe auch kuschelig eingepackt ist. So, der Rest. Und was da jetzt gerade auch noch zukommt, ist Urvoller. Hier in der Schüssel habe ich ein bisschen Butter und Zucker. Es kommt erstmal nur der Zucker dazu, damit die Hefe auch was zu naschen hat. Und so lassen wir das jetzt erstmal stehen für ein paar Minuten, bis das Ganze schaumig ist. Schaumig, schäumt, schaumig ist. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich mal um meinen Haufen an Rhabarber hier hinten. Ein, zwei. Ist eine ganze Menge, aber wenn Saison ist, muss das einfach ausgenutzt werden. Und das mache ich jetzt auf jeden Fall. Ich brauche ziemlich genau 700 Gramm geputzten Rhabarber. Das heißt, ich werde das jetzt so machen. Ich werde mir hier eine Schüssel draufstellen und den putzen und eben nach und nach hier reinpacken. Wenn die Waage angeht oder auch nicht. Die bleiben über. Oh. Und der Rest kommt hier rein. Einmal unten den Strunk abschneiden, gerne auch das Faserige so ein bisschen mit abziehen und dann einfach in so grobe Stücke schneiden. So, hier auch noch so und dann, was ist das so, Daumendick? So, ich mache das jetzt hier auf volle Pulle. Ich habe meinen Rhabarber in so richtige Chunks geschnitten. Chonky. Lass das Ganze einmal kurz aufbrodeln, kipp das Wasser dann ab und dann ist der soweit erstmal fertig, bevor wir den gleich in unsere Rhabarber-Milchreis-Füllung eben dazu packen. Ich habe damals von meiner Oma das einfach so gelernt, dass Rhabarber einmal quasi klar aufgekocht werden soll und dann weiterverarbeitet. Und weiterverarbeiten wäre jetzt, dass das eben bei uns in den Milchreis reinkommt. Oder wenn ich da Rhabarber-Kompott draus machen würde, dann würde ich dieses Aufkochwasser abschütten, dann nochmal mit ein bisschen Neuem auffüllen und das Ganze dann so kochen. Aber ich bin mir sicher, jeder hat da so seine eigene Technik. Und solange es nachher lecker schmeckt, ist der Rest irgendwie nebensächlich, oder? Also einmal aufblubbern lassen, ausmachen und dann ist gut. In der Zwischenzeit machen wir jetzt hier endlich mal weiter. Die Hefe ist schaumig, nice. Ihr könnt frische Hefe benutzen, klar, bin ich überhaupt kein Fan von, deswegen empfehle ich immer die, nee, ihr könnt trockene Hefe benutzen, bin ich kein Fan von, so rum. Deswegen bei mir ist es immer die frische. Hier kommt jetzt der restliche Zucker und etwas weiche Butter dazu. Weich, ultra wichtig. Kann auch angeschmolzen oder flüssig sein. Und ein Ei darf auch noch dazu und dann wird das Ganze jetzt so einfach zu einem Hefeteig verknetet, bis das Ganze richtig nice und geschmeidig ist. Und während das jetzt läuft und zu einem niceen Hefeteig im Endeffekt zusammenkommt, mache ich ja schon so fast weiter. Und zwar habe ich mir hier in meinem Topf von der Firma Hoffmann etwas Milch abgewogen und hier koche ich jetzt einfach nur einen Milchreis, wenn meine Kochplatte gleich frei ist. Das heißt, ich habe hier Milch und ein bisschen Zucker und werde das über so ein Stündchen, halbes Stündchen, so lange wie es eben dauert, unterrühren, zu einem leckeren Milchreis aufkochen. Wieso tun wir da nicht ein bisschen Vanille zu? Wie wäre es damit? Was haben wir denn im Angebot? Hier, Vanillepaste. Boop. Nice, okay. Bisschen was haben wir zu tun, ist aber alles kein Hexenwerk. Ich mache halt mal. Es geht weiter. Mein süßer Hefeteig hier ist definitiv
um einiges aufgegangen. Den muss ich jetzt in Form bringen, damit ich den in mein Förmchen kriege. Und dafür werde ich mir jetzt etwa 2 Drittel für die eigentliche Form abnehmen und das übrige 1 Drittel, das reservieren wir dann. Daraus machen wir dann den Deckel. Bin immer schlecht in sowas. Eigentlich würde ich das jetzt abwiegen, um genau zu sein. Hier ist die Mitte. So. Hier ist auch noch ein bisschen Teig in der Schüssel. Dann machen wir hier den Deckel draus. Einmal rundwirken. So, das wird das Deckelchen. Deckelchen wieder drauf, damit er nicht austrocknet. Und den Rest hier, den werde ich mir jetzt ausrollen im Endeffekt und meine Form damit auslegen. Das hier ist eine normale 26er. Ich habe die mit ein bisschen Backpapier ausgelegt, weil ich zu faul zum aufwendigen Schrubben bin. Es würde aber auch funktionieren, wenn ihr euer Förmchen einfach nur ein bisschen fettet. Gar kein Problem. So, dann mal los. Nicht genug Mehl. Versucht das Ganze so rund wie möglich auszurollen. Eure Form selber ist ja auch rund. Und wenn ihr jetzt hier irgendeine komische Landschaft ausrollt, dann habt ihr nachher hier so voll den Zipfel, der dann viel zu viel ist und der euch an der anderen Seite fehlt. Also am besten versuchen, eben so rund wie möglich auszurollen. Und was ich jetzt auch machen möchte, ist das Mehl hier hinten loswerden. Ich möchte nämlich so ein bisschen Grip am Teig gleich haben, wenn das in mein Förmchen kommt. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich einmal mit einem Pinsel drüber gehen und das übrige Mehl wieder abnehmen. Okay, und dann, wie ich das auch mache, wenn ich Torten mit Marzipan oder Fondant einschlage, ich schmeiße mir das immer gerne einmal so übers Ärmchen. Dann habe ich viel Fläche, wo der Teig drauf liegen kann, ohne dass das Ganze reißt. Und dann machen wir das so. Gucken, dass hier überall gleichmäßig was runterhängt und dann geht es langsam. Immer sicher nach unten ins Förmchen. Ah, hier rutscht es jetzt schon ein bisschen. Das bleibt manchmal nicht aus. Deswegen versuche ich, dass es so ein bisschen hier überall überhängt und mir dadurch nicht nach innen einfällt. So wie hier. Das ist der Vorführeffekt. Ich lasse das jetzt gerade einfach mal so. Das hängt jetzt noch ein bisschen aus und dann kann ich gleich noch mal sortieren. In der Zwischenzeit mache ich jetzt die Fülle fertig. Ich habe hier meinen Rhabarber. Der hat einfach nur neben mir gestanden und aufs Weiterverarbeiten gewartet. Und das wird jetzt auch gemacht. Das heißt, er ist noch ein bisschen warm. Das ist auch total in Ordnung. Hier kommt jetzt der Quark dazu. Da kommt Ei. Genauso wie Zucker und Speisestärke dazu. Wer Bock hatte, könnte die Speisestärke auch mit ein bisschen Vanillepuddingpulver ersetzen. Wo da der Unterschied ist, habe ich euch schon mal in einem Kurzvideo erklärt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das da oben in der Infokarte. So, einmal verrühren. Ich mache das ein bisschen vorsichtiger, weil ich möchte, dass die Rhabarberstücke noch heile bleiben. Die sind noch heile geblieben. Jetzt kommen die Eier dazu. Hier werde ich das jetzt so machen, dass ich die einmal kurz separat verquirle und dann auch dazu gebe. Und dann kommt zu aller Schluss mein gekochter Milchreis. Uh.
So, jetzt ist ja die Frage, ob ich das da drin verrührt bekomme. Wahrscheinlich nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich jetzt wieder rumsudel oder nicht. Es klappt. Ist okay, war schon mal schlimmer. Okay. Jetzt aber. Und dann kommt der Mehlreis dazu. Ja. Okay. Jetzt passt der Zusammenschnitt gar nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Wir mussten gerade einmal mit der Kamera kurz absetzen, weil es einen kleinen technischen Notfall gab. Ich weiß nicht genau, wo ich stehen geblieben bin, aber ich habe hier auf jeden Fall meine größtenteils komplette Masse und hier kommt jetzt noch mein Milchreis dazu. Wird auch einmal eingerührt und dann darf das Ganze so in unsere ausgelegte Form und wird jetzt noch bedeckt. Und dann haben wir es soweit schon. Hm. Oh, ich freue mich. Oh, das wird so lecker. Es erinnert mich einfach jetzt schon so krass an Kuchen von meiner Oma. Genau sowas hat meine Oma gemacht. Blöp, blöp, blöp. Machst du das extra so rustikal? Warum? Babbel, das ist noch nicht fertig. Da kommt noch ein Deckel drauf, das wird alles noch zugeschnitten. Das triggert mich. Vielleicht vertraust du da deiner Konditorin mal. Meiner Kuchenkälte. Deiner Kuchenfee. Vielleicht vertraust du der mal. Das ist, glaub ich, noch nicht so oft vorgekommen, dass ich... Ständig. Ständig. Dass ich dir, ich präsentiere dir ständig nicht leckere Sachen. Mhm. Boah, das ist nicht nett. Wow, verschnippt. Okay, jetzt wo die Fülle drin ist, können wir unseren reservierten Deckelteig nehmen. Der wird jetzt auch noch einmal in Form gebracht, oben aufgelegt. Dann wird hier der Verschnitt noch ein bisschen aus dem Weg geräumt und dann kann das Ganze schon fast in den Ofen. Und dann sieht das auch ordentlich aus. Keine Sorge. So, ich lasse das hier kurz so ein bisschen auf der Arbeitsfläche kleben. Mein Teig zieht sich gerade die ganze Zeit zusammen. In der Kanalmitgliedschaft habe ich auch erklärt, warum das so ist und wie man das umgehen kann. Aber so funktioniert es auch mehr schlecht als recht, aber es funktioniert. Deswegen lasse ich das kurz so liegen und trimme hier schon mal den Überschuss von meinem Teig. Das kann man wunderbar mit einer Schere machen. Sieht aber oft ein bisschen komisch aus, gerade in den Videos. Von daher werde ich das jetzt hier mit einem Messerchen und ein bisschen Liebe machen. So, seht ihr, und jetzt haben wir doch Überschuss. Den werde ich noch anderweitig verwursten. Keine Sorge, kann ich euch auch gleich noch zeigen. Nee. Okay. Hier ist alles schön drin. Das hier werde ich einmal kurz zu einem Teigling verkneten. Klappt aber auch nicht so gut. Habe ich auch erklärt, warum das so ist, in der Kanalmitgliedschaft im Video oder bei Patreon. Wir machen aber das Beste draus. Ist nicht der schönste, aber ist okay. So, ich werde den jetzt hier einfach nur ein bisschen gehen lassen. Und schmeiß den gleich einfach mit in den Ofen. Und jetzt kommt hier mein Deckelchen drauf. Und dann haben wir es schon fast. Okay. Wunderbar, Deckel drauf. Ich habe jetzt hier noch von meinem Ei-Verquirl, von meiner Verquirl-Aktion, noch ein ganz bisschen Ei über.
erstmal noch so der Schluck der Schüssel geblieben ist. Damit werde ich den Deckel jetzt noch bestreichen für so einen schönen Glanz. Und dann kommt es in den Ofen, der vorgeheizt ist. Sieht man erstmal kaum. Aber ich kann es jetzt nicht lassen. Jetzt hätte die Omi das auch gemacht. So. Und jetzt ab in den Ofen, bis das Ganze durchgebacken ist. Oh, Geduld, wir brauchen Geduld. Unten gleich. Ja, hier ist eins.